herzlich heute Abend hier zur Prinzenproklamationssitzung in unserer Stadthalle in Weißenturm. Und so darf ich sagen, lasst uns mit der heutigen Sitzung anfangen. Viel Spaß wünsche ich euch. Und damit wir mal richtig in Stimmung kommen, wollen wir mal testen, ob ihr überhaupt richtig wisst, was man hey am Tour so schreit. Darum, ob ihr passt, ein dreifach kräftig donnerndes Tour. 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 Meine lieben Herren und Narren, hier steht unser neuer Prinz vor euch auf der Bühne, das bestgehütetste Geheimnis hier von Weißenturm, seine Tollität, Prinz Günther der Erste, Edler von Ternes, Herrscher der Quetschkommod, Earl of Gemmel zu Villa Lustig. Jetzt die Ernennungsurkunde für unseren Prinzenkarneval verlesen. Große Weißenturmer Karnevals- und Kirmesgesellschaft e.V. all unter einem Hut. Intronisationsurkunde.
Die drei Kurfürsten zu Weißenturm haben durch einstimmigen Beschluss Herrn Günther Ternes zu Weißenturm zum Prinzenkarneval der Session 1998-99 gekürt. Als Prinz Günther I., Edler von Ternes, Herrscher der Quetschkommod, Earl of Gemmel zu Villa Lustig, wird er das Narrenreich Thur regieren. Möge seine Regierungszeit von ungetrübter Freude umrahmt sein und er alle Närrinnen und Narren seines Großreiches froh machen, damit das echte rheinische Brauchtum verkörpert werde. Thur Alaaf, gegeben zu Weißenturm am Rhein den 7. Februar 1998, Ehrenpräsident Horst Hinzberger, Elberatspräsident Willi Breder, Präsident Arnulf Schlaus. Mein lieber Günther, ich darf dir die Urkunde überreichen und ab jetzt bist du Prinz in Weißenturm. So, liebe Narrinnen und Narren, liebe Freunde, auf diesen Augenblick habe ich 4 endlos lange Monate warten müssen. Ich glaube, ich habe die letzten 3 Wochen kaum noch eine Nacht geschlafen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie mag das sein? Du marschierst in diese Halle ein. Aber eins kann ich euch sagen, die Wirklichkeit, die ist viel, viel besser als jeder Traum. Vielen Dank für diesen Empfang, den ihr mir bereitet habt. Es ist fantastisch. Und ich glaube, wenn wir diese Stimmung rüber retten können in den nächsten 3 Wochen, dann werden wir einen fantastischen Karneval miteinander feiern. Lasst uns feiern, lasst uns tanzen, lasst uns singen, lasst uns einfach froh sein ohne Ende. Ja, jetzt bleibt mir nur noch eins übrig. Schaut euch um, wir haben einen tollen Hofstaat, glaube ich. Und hier gilt es für mich jetzt, meinen Hofmarschall zu ernennen. Lieber Achim, Graf Achim von Ehrlich, trete bitte vor. Und ich fordere euch nochmal auf, lasst uns zusammen eine tolle Karnevalssaison feiern. Habt Sonne im Herzen, lasst uns tanzen, feiern, Spaß haben ohne Ende. Tour! 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 Live, rechte Page seiner Tollität, dann ernenne ich sie auch gleichzeitig Baroness Heike von Weiß und Milz, Tänzerin des TV-Balletts, zur rechten Page seiner Tollität. Heike, herzlich willkommen. So, damit das alles hier etwas vorangeht, werde ich jetzt die anderen Hofstadtmitglieder ernennen. Ich ernenne Baroness Rita von Koch und Schmidt, Müllemmermädchen am Tour, zur linken Page seiner Tollität. Weiterhin ernenne ich Graf Ottmar von Weber, Ex-Spieß von Grün-Weiß, zum Finanzminister seiner Tollität. Ich ernenne Freier Günther von Erna und Zerwes, Ex-Hofnarr seiner Tollität, Jupp des Zweiten, der steht auch da, zum persönlichen Adjutanten seiner Tollität. Baron Mergo von Hauschild, größtes Mitglied der Prinzengarde, zum Mundschenk seiner Tollität. Junker Ludwig, oder besser bekannt Lubens von Klein, Vorstands- und Gedönsmatz-Mitglied zum Hofnarren seiner Tollität. Comtesse Nicole von Rössler, Funkenmariechen der Prinzengarde, zur persönlichen Marketenderin seiner Tollität. Und last but not least den Stadtkommandanten Michael von Klein zum Befehlshaber aller Truppen seiner Tollität. Der Hofstadt ist bekannt. Was ist noch offen? Wo ist die Hofburg? Es wurde auch gerätselt. Aus dem Grunde, um dem ein Ende zu machen, verlese ich jetzt die Kabinettsorder seiner Tollität Prinz Günther I. Auf meinen ausdrücklichen Befehl hin ermächtige ich den Stadtkommandanten, das altehrwürdige Gemäuer am Rheinufer, genannt Gasthaus zum Anker,
mitsamt zu Beschlagnahmen und zur Hofdurchsalatolität zu erklären.